Jetzt geht's los. Wir sind wieder da mit einem weiteren Unboxing-Video. Ihr seht anhand der Klamotten und der Pose, ist wohl direkt einfach von der Marke, von Bloodthirster. Und diesmal habe ich was mitgebracht und zwar. Warhammer! Nein, es ist nicht Warhammer! Ah. Es ist Monopoly! Nein. Es ist aber das einfache Monopoly, es ist das Call of Cthulhu Monopoly. Oh! Also es gibt Monopoly in 1000 verschiedenen Variationen. Es gibt von The Legend of Zelda ein spezielles Monopoly dazu. Game of Thrones. Game of Thrones. Und ich habe jetzt dieses bekommen. Und wir schauen uns einfach mal. Ich bin hier mal. So, ihr seht. Das darf ich das Cover mal sehen. Ihr dürft das Cover sehen. Hier drin ist schon das totale Chaos. Ich habe das nämlich schon einmal ausgepackt. Oh, die Scheine haben das total, haben das richtig gute Cthulhu-Design. Die 50-Dollar-Scheine. 500, sorry. Ja. Also sind da Dämonen drauf. Das sind so ein Dollar-Schein. Dämonen. Wer ist das? Kennst du die Stories? Das ist H.P. Lovecraft. Ach, das ist er persönlich. Das ist H.P. Lovecraft persönlich. Auf dem 500-Dollar-Schein für ewig. Ah! David Jones. Genau, da haben wir, hast du schon Cthulhu gefunden. Da haben wir gleich nochmal hier. Der letzte 20er. Ist er voll dick? Ach nee, sind sie nicht. Der letzte 20er. So, hier ist David Jones, a.k.a. Cthulhu. Gut. Dann haben wir hier halt noch ein Wesen. Ich kann jetzt nicht sagen, was es ist. Hier ist auch irgendeins Unbekanntes. Also, ja, das sieht aus wie deins. Ja. Auf dem guten 5-Dollar-Schein ist dann, ich würde sagen, eine Art komisches Hybrid-Vampirwesen. Also ich finde auch, die Scheine fühlen sich gut an. Naja, Monopoly-Geld halt, ne? Ja, aber halt... Neu, gut. Frisch, ne? Neu und frisch. Ja, frisch gedruckt. Ja, frisch gedruckt in der Eigendruckerei. Ich glaube, das hier ist Cthulhu. Stimmt, das ist Cthulhu. Das ist vielleicht sein Sohn. Nein, ich weiß nicht. Cthulhu Junior. So. Wie immer gibt es natürlich auch bei Monopoly diese tollen Ereigniskarten. Oh ja. Die heißen nun hier ein bisschen anders. Wie heißen sie? Wahnsinnskarten. Oh, aber ich habe jetzt gerade die Nervenheilanstalt, die ich gefunden habe. Das ist gut. Hilft. Genau, das sind die Gebäudekarten. Dann gehen wir zu den Gebäudekarten. Gebäudekarten? Was ist denn Schönes? Ah, natürlich Werbung. Ne? Okay. Produktcode. So, die haben natürlich auch ganz andere Namen. Also man sieht es so hier. Ich zeige jetzt mal eins, lese mal ein bisschen was vor. Wie zum Beispiel die Bruderschaft des gelben Zeichens. Ach so. Männer von Leng. Byaki, hier sind auch teilweise auch Jagdschrecken, also Monster. Schlossallee gibt's nicht, hä? Die Schlossallee, das ist sage und schreibe Cthulhu, und Azathoth. Ach, dann ist das Azathoth wahrscheinlich. Und die ist natürlich in blau gehalten, das ist die schöne Schlossallee. Dann gibt es natürlich noch die Schiffe, die, ah, die, was Bahnhof normal ist. Hm. Hier Schiff, Zug, die Traumreise und das Automobil. Dann gibt's das, was war das? Kraftwerk? Nee, Kohlekraftwerk? Nee. Was, Elektrizität zum Wasserwerk? Das ist hier die Nervenheilanstalt und Miskatonic Universität. Lustig. Ich kann mal gerade zeigen, die Nervenheilanstalt. Und so. Also die Karten haben auch so ein typisches Cthulhu-Design. So typische Karten. Oh, man sieht hier nochmal so ein Bild. Also haben alle noch so einen schönen Hintergrund. Aber es ist bei allen der gleiche Hintergrund, bei den Hauskarten, oder? Ich denke mal, bei den dazugehörigen vielleicht. Nein, auch nicht. Oh. Sondern immer die dazugehörige Figur. Achso. Wird dann mitgezeigt. Und dann können wir auch gleich nochmal zu dem großen Cthulhu reisen. Der hier komischerweise echt komisch aussieht. Okay, sieht aus wie ein Baummonster. Ja, ne? Fangorn. Er ist ein End. Wir haben es alle gewusst. Ja. Das sind halt die schönen Karten. Okay, weil auf jeden Fall ein schöner Design für das Standard-Monopoly. Ja, aber das ist ja auch schon 80 Jahre alt oder so, ne? Ja, das stimmt natürlich. Dann gibt es natürlich auch die verschiedenen Karten. Okay. Doch nicht. Aber warte mal, da gab es ja auch zwei verschiedene Karten immer, ne? Bei Monopoly. Mhm. Ereigniskarten und was waren die andere Stapel? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben jetzt diese verschiedenen Designs. Und haben natürlich auch ganz andere Texte drin. Ne? Wie verdumpft, reisen Sie in Reiche, aus denen niemand zurückgekehrt ist. Schreiten Sie bis zum nächsten Transportmittel vor und der Eigentümer erhält das Doppelte der normalen Miete. Und wenn es natürlich auch niemand hat, kann man es kaufen. Es wird dann halt so da drin verpackt. Gibt es dann halt auch gleich. Ach, das sind Vernunftkarten. Vernunftkarten und das sind die Wissenskarten. Also es gibt jetzt die Kategorie Vernunft und Wissen. Ja. Das, haben das verstehe ich zum Beispiel schon mal gar nicht. Folgen Sie der Aufforderung eines unsichtbaren Fingers? Das wird wahrscheinlich in den Regeln erklärt. Hä? Dann drunter steht dann noch was. Achso, okay. Sie erhalten, ne? Ja, mal lesen müssen wir. Wie hier steht, erholen Sie sich in der sagenhaften Stadt der Abendröte und Sie verlieren 15 Dollar.
So, man will sich erholen, verliert nur 15 Dollar. Hm, naja. Da kriegt man 200 Dollar. Oder Monopoly-Dollar, ist ein M, ne? Ja, Monopoly-Dollar. Hätten sie auch richtig Dollar nehmen können. Ja, echt. Ich meine, früher war das Mark bei Monopoly. Ja. Ne? Also. So, dann natürlich. Jetzt kommt das Wichtigste. Was gleich geblieben ist, sind natürlich die Plastikhäuschen und Motels. Da haben sie nichts dran geändert. Die sind grün und rot. Was natürlich auch wirklich wunderbar, ne? Dass es so gibt. Zum Design. Also hätten sie wirklich schön ein bisschen mehr Cthulhu-Häuser. So alte, braune, kaputte Holzhütten und ja, sowas. Ne? Irgendwas Cooles. Das Schöne sind aber die Figuren. Und die Figuren. Jetzt bin ich gespannt. Das ist das Beste beim Monopoly. Der Schuh, das Bügeleisen, der Hund. Sind sehr massiv. Wow, die sind richtig schwer. Mhm. Was ist das? Ein Hintern? Ach, ein Gargoyle. Und es gibt einmal halt, ne, das ist sozusagen das Necronomicon. Also, das sind keine hohle Metallfiguren, die sind tatsächlich massiv. So, das Necronomicon. Hier ist der Hintern. Oder Gargoyle, wenn man von hinten sieht. Aber man sieht es gar nicht auf der Kamera, muss man aufs Geld stellen. Auch ein Buch, schön. Das ist Cthulhu, ne? Das ist nicht Cthulhu. Das soll Cthulhu darstellen. Wie bitte? Dann ein Dolch. Na, stellt sich gerade nicht. Das Necronomicon ist leider, leider hohl. Aber es ist schick. Dann gibt es hier eine Art. Ja. Bügeleisen? Bügeleisen, nein. Es steht in den Regeln drin, was viele Figuren hat. Ich hole es mal gleich nach. Ich lese es dann vor. Wir wollen es mal hier hinstellen. Und dieses hier. Der Dolch sieht cool aus. Hier. Solche. Oh, ist das schwer. Ganz toll, ne? Hä? Monopoly ist ja Krieg. Freundschaften werden auch da schnell beendet und man kommt auch gerne in den Streit. Also wenn man. Hier muss man aufpassen. Die Dinger eigentlich auch wunderbar als Wurfgeschoss. Oh ja. Was soll das sein hier? Ein Amulett? Ein Fossil von einem Fisch oder so? Kann gut sein, dass es ein Fossil ist. Was soll ein. Was war das hier? Eine Art Edelstein. Eine Münze oder das was? Hier. So, dann wollen wir mal gucken. Also das ist schön designt. Hier vorne der Hund, hinten so eine Art. Weiß ich nicht. So, wo haben sie denn? Ich finde ja die Anleitung auch, die sind auch sehr dünn geworden. Das ist einfach. Okay, wer das hier gespielt hat, die Arschkarte gezogen. Das kullert immer weg. Das ist die Anleitung. Also die Anleitung besteht aus so einem Faltzettel. Oh nee. Ups. So. Wow. Und ob das war's? Da stand da, ich habe Schulden. Ja, Hilfe, ich habe Schulden, ja. Hilfe, ich habe Schulden. Ist es nicht eigentlich so bei Monopoly, wenn man kein Geld mehr hat, ist man raus? Nicht unbedingt, man kann auch noch Hypotheken aufnehmen. Ich dachte, man kann seine Häuser hier noch umdrehen und Hypotheken aufnehmen. Wie ist denn das hier? Jetzt gucken wir. So, wo steht jetzt eigentlich, was man so drin bekommt? Aha, belastet mit 30 Dollar. Was kostet denn den Wert von? Belastet mit 100. Okay. Älteres Wesen. Ich versuche jetzt gerade raus, wo nochmal stand, was für Figuren sind, aber. Vielleicht hinten drauf? Guck mal hinten drauf. Da unten steht's. Aha, da ist es doch. Ups. 5 Euro Dollar. Also, wie gesagt, das ist ein Trapez. Das glänzende Trapezoeder. Trapezoeder. Das kommt in einer der Geschichten vor. Okay. Sieht auch irgendwie. Der muss man abfeilen, das ist ein bisschen durch den Kleber oder so. Tafel der Kultisten soll das sein. Leuchtend Trapezoeder. Das ist wirklich Cthulhu, du hast recht. Hier sieht man die Tentakel. Ja, und hier. Das sieht man es leider nicht. Nicht so ganz. Sieht aus wie eine Heuschrecke oder so. Ein Gargoyle. Von hinten sieht es aus wie so ein Gargoyle mit den Flügeln da. Ha. Ja. Naja. Ja, schick. Das Necronomicon. Sammlerfiguren. Aussehen und Größe können variieren. Ja, das haben sie übrigens da drunter geschrieben. Manche würden das ja nicht runterschreiben. Hasbro Gaming. Aha. Gut. Und dann kommen wir gleich zu den wichtigen. Liest du das mal vor, bitte? Nein. So, die Speicherkarte ist voll, deswegen sagen wir einfach so weiter. Ich zeige jetzt nochmal unten das Spielbrett. Oh ja, muss eh unten gezeigt werden. Oh, das ist schick. Das ist das schöne Spielbrett. Also mir gefällt es auch wirklich besser als das Standard-Monopoly. Ja, natürlich. Das ist, achso, das ist Universität. Ja, das ist ja typisch hier. Los gibt's immer noch. Das ist immer noch das Gefängnis. Hätte ich mir echt eine Irrenanstalt gewünscht. Ja. Aber der alte Polizist, auch komisch. Ja, der ist auch noch da. Gut, Polizei gibt es ja damals auch. Frei parken. Ja, das gibt's auch. Ich habe schon so lange kein Monopoly mehr gespielt, das ist Wahnsinn. Also, ich bin sehr gespannt drauf. Traumreise, ah, das war der Bahnhof. Ne? Wo man hier Steuern reinzahlen muss, dann ist jetzt Forschungsgebühren. Das sieht man hier unten, nur ein Finger da oben. Mhm. Ja. 200 Monopoly-Dollars. Zeitlang war es immer so, kam man immer 4.000, das hat wieder angeglichen auf diese 200 nur. Das Doppelte waren 4.000 immer. 2.000 Mark waren das immer, genau. Ich. Ja. Ja, sehr schön. Ich
Ich bin sehr gespannt auf die ersten. Monsterkrabbe. Mhm. Darfst du nicht den Japanern verraten. Die stapeln das Ding und dann wird es zubereitet. Ja, also, ne, ja, coole Sache. Wie Monopoly, das spät, ne, bekannt war aus den ganzen Brettspielen, halt stabile Pappe. Na gut, da haben sie eigentlich nichts geändert. Kann man gut falten. Und hier drinnen, was ich halt ganz praktisch finde. Was heißt das? Weiß ich nicht. Diese Aufbewahrungsfächer. Ich meine, früher gab es halt nicht diese Steckdinger für die Scheine. Jetzt kann man das da reinmachen. Ja, dann hier Karten reinstecken. Hier diese Figuren, Würfel, tralala. Vielleicht kann man die Häuser reinmachen, wie man möchte. Also ich finde das schon ganz okay. Natürlich hier abnehmbares Plastik. Aber dickes Plastik, ja, muss man sagen. Das ist wirklich stabil. Ich kenne früher die Brettspiele, da war das so, ist es gerissen, nachdem man es einmal rausgeholt hat. Ja, genau. Aber das ist gut hier. Auf jeden Fall mehr Fächer, als Zeug hier rumliegt. Das muss man schon mal sagen. Vielleicht gibt es noch Erweiterungssets. Stimmt, wer weiß. Vielleicht noch mehr Figuren. Ach, kann sein, dass Figuren hier reinkommen, ne? Jede Figur in einem Loch. Wer weiß. Eins, zwei. Ja, du hast noch sechs, wir sind acht, ne? Das machen wir jetzt einfach mal da rein. Dann haben sie wenigstens mal so einen Aufbewahrungsplatz. Das ja. War's. Hier kommt ein, zwei Würfel rein noch. Passt ja. Genau, die Würfel. Ja, die Karten, die könnte man in der End. Okay, das ist jetzt doof, geht nicht. Die muss man da wahrscheinlich wieder hier reinlegen oder halt einfach dann so das da Geld reinlegen. Das Geld kannst du hier reinmachen. Ja, das Geld. Gute Geld, ne? Ja. Ja, das ja, war schick, so schick, Monopoly. Also ich werde mir in Zukunft auch noch ein, zwei Monopolys kaufen. Es gibt ja so viele geile Varianten mittlerweile. Ja, definitiv. Finde ich auch gut, dass sie das halt benutzen und auch mal weg von diesem Standard-Monopoly gehen. Es gibt ja auch normal größere Standard-Monopolys, wo die Reihen, die Straßen quasi länger sind, wo es mehr Straßen gibt und so. Genau. Das ist Master Edition irgendwie so, also ich weiß nicht. Ich habe es mal geguckt, das vor Weihnachten. Auf jeden Fall extrem interessant, was sie daraus gemacht haben. Ja. Und Risiko gibt es auch mit allen lizenzierten Sachen wie Game of Thrones. Auch Star Wars. Auch Star Wars, genau. Aber die Karte sieht ganz komisch aus bei Star Wars. Ja, ich habe so rund. Ich habe so nie Risiko gemocht. Risiko macht Spaß. Ja, glaube ich, dass es Spaß war. Ich habe es noch nie so richtig gemocht. Okay. Ja, da oben die Kamera wieder voll ist, machen wir es an dieser Stelle einfach. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo. Wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten auf so gut wie möglich. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.